Es geht. Es geht. Gerade am Airport. Leute. Na, Alter, wie scheiße ist das denn? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum Vlog. Ja, wir sind jetzt gerade am Flughafen und gleich geht's nach Rhodos. 3,5 Stunden Flug. Wir sind auf jeden Fall ready, sind gut durchgekommen, hatten am Anfang Probleme. Was für Probleme? Ja, wir hatten noch ein bisschen Probleme mit Koffer und so. Aber ja. Wie geht's jetzt los, Leute? Viel Spaß. Wir sehen uns gleich in Griechenland. Angekommen, was geht? Wir sind aber noch nicht durch, erst wenn wir aus dem Flughafen. Ja, erst Kontrolle, Leute, erst QR-Code zeigen, aber hier schon mal ein kleiner Einblick. Sehr, sehr nice. Heiß oder heiß? Ist heiß. 30 Grad, wir gehen jetzt rein und gleich sehen wir uns in Rhodos. Ja, Halleluja. Das ist mein Koffer. Mashallah, sogar persönlicher Kofferträger. Letztes Jahr ist der Kofferträger. Super. Wir sind angekommen an unserem Haus mit Pool. Da ist der Pool. Boah, ist das laut hier, Alter. Heuschreckenplage. Viel Spaß, Lust zu schlafen. Geil. Entspannter Pool. Nice. So, das ist unser Haus von außen. Gleich zeigen wir euch das Ganze auch nochmal von innen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber im Internet sah das Ganze doch anders aus. Ach, geil. So, wir mieten uns jetzt erstmal alle so ein dickes Quad hier, Leute, für die ganzen Wochen, wo wir hier sind. Erstmal jetzt hier ein bisschen verhandeln wie auf Bazar. Ach, geil. Wen haben wir denn hier? Hallo. Ist gleich Quad fahren oder was? Also, wir kriegen jetzt hier unsere Quads für zwei Wochen. Meins ist 959. Wo ist deine Rechnung? Meins ist 959. If our friends knew undercover loving, they would try to solve it. Solve it, yeah. Me and you, what we. Wir sind jetzt in Rhodos City angekommen. Auf jeden Fall mega nice hier. Man hat direkt Urlaubsfeeling. Enge, schöne Straßen. Ich fahr hier nackt, ey. Quadfahrt war geil. Ja, Mann, hier können wir unsere Füße sauber lecken. Ja, das bringt echt viel, ne? Füße lecken. Kennt sich der eine oder andere aus. Ja, Fußfetisch. Ja, wir gehen jetzt erst noch was essen, Leute. Lasst den Abend noch ein bisschen ausklingen. Ganz entspannt. So, erstes Essen hier. Wir machen jetzt gleich Geschmackstest. Gyros. Und? Schmeckt? Hat sich gelohnt. Ja, wir gönnen uns jetzt hier, Leute. Geil. Eieieiei. Jetzt geht's wieder zurück zum Haus. Wir haben gerade schön gegessen. Lassen wir den Abend ein bisschen am Pool ausklingen. Eine Pfeife noch gönnen. Und dann geht's auch ins Bett. Halt lang unterwegs gewesen. So, wir gönnen uns jetzt hier an unserem Pool. Fabian, was machst du da? Ah. Achtung, Copyright. Ah, Copyright. Der erste Abend, Pfeifen sind an, Leute. Wir chillen uns hier. So, Leute, wir gönnen uns jetzt hier schön Pfeife, chillen, Abend ausklingen lassen. Let's go. Rhodos City bei Nacht. Was eine Skyline, Leute. Wir sind mit den Quads jetzt hochgefahren. Was ein Ausblick. Unnormal. I love you, baby. So, Leute, jetzt gibt es ein bisschen Frühstück. Heute Sandwich von Starkoch Channel. Gibt es heute gutes Essen, oder was? Mhm. Mhm. Wo sind die Eier? Eier! Ah. Mach nochmal. Unglaublich heiß hier. Das ist kein Vergleich zu Deutschland. Uff. Wir haben einfach morgens um 9 Uhr schon gefühlt 40 Grad. Und ich weiß nicht, ob man das hört. Hier sind Grillen. Grillen. So, Leute, neuer Tag ist angebrochen. Wir sind direkt am Hustlen hier. Videos einstellen und so.
Ja, auf jeden Fall, wir gehen noch ein bisschen zum Strand und sowas, gerade gefrühstückt. Der Tag geht jetzt los, der Urlaub beginnt. Wir sind jetzt hier an einer kleinen Bucht angekommen, Ladico. Auf jeden Fall sehr angenehm, sehr schön. Guckt euch das Wasser an. Die Jungs sind schon drin. Sieht auf jeden Fall mega aus hier. Hey! Sorry, du Kante. Also schöne Berge. Gestern waren wir auch da ganz oben auf dem Berg drauf. Da hat man leider aber nichts gesehen mit dem Handy. Oder hat man da gesehen auf Instagram. Checkt das mal gerne aus, Leute. Geil. Ja, ja. Wir sind gerade auf Rhodos und wir sind alle gut dabei. Ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Ich bin dabei, du bist dabei. Der ist maximal voll. Gerade das Wetter am Genießen, wunderschön hier, mitten in der Bucht, guckt euch die Aussicht an. Exklusive Partys mit exklusiven Gästelisten, mit exklusiven Getränken. Okay, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Noch eine Bier-Session. Ja, Freunde, wir genießen auf jeden Fall den Urlaub. Ich frag jetzt auch, ob wir auch Bier-Session wollen. Die wollen doch bestimmt noch eine Bier-Session, oder? Ganz wichtig, sind die 6. Wollt ihr eine Bier-Session? Wir auch. Whatever, whenever, I don't give a fuck. Leck da rum! Ah, fucking love it, man. Gerade ein bisschen hier Gyros essen. Ah, ja. Du zeigst Gyros essen, zeigst auf mich. Stefan ist da. Der Mann ist da. Ja. Farbe ist ein bisschen Rille. Farbe mit der Kamera drin. Machst du kurz Grüße? Der macht unsere Gyros Pizza, maximum nice, aber leider zu nüchtern. Ob schmeckt, sehen wir gleich. Ob schmeckt, sehen wir gleich. Geld geben, aber haben ich hab Chicken Gyros, ne? Chicken Gyros, ich hab ohne Bock. Ja, das muss man auch mal kurz erwähnen, dass er natürlich, Alhamdulillah. Aber morgen erstmal auf Moslembasis gut gehen. Wir gönnen uns jetzt erstmal hier. Ja, sonst sind wir. Ah. Sehr, sehr nice. Beiß rein. Also Leute, wenn ihr mal in Rhodos seid, kommt vorbei. Hier wartet man ungelogen eine halbe Stunde auf eine Pizza von diesem Mann. Und nur du willst eine Pizza. Da gibt es eine so zum Mitnehmen. Alter. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Ich hoffe, die schmeckt. Seit 10 nach 10. Da hinten, Jenna wartet auch. Der genießt gerade. Jenna! Ah! Oh mein Gott, die Pizza ist da. Zeig mal her. Das ist die beste Pizza von ganz Rhodos. Na Jungs, ich hoffe, wir kriegen richtig Scheißerei davon. Was läuft, was läuft, was läuft? Good morning. Wir haben gerade 7 Uhr. Absolut gar nicht meine Zeit. Aber die Griechen dachten sich, wir starten den Tag noch mit 25 Grad. Sonne geht gerade auf. Die Jungs pennen alle noch. Und ich kann nicht mehr pennen. Auf jeden Fall geht's jetzt. Und der Job. Hier werden wieder mehrere Businesse gleichzeitig absolviert. Poolboy ist auch am Start. Wo ist der? Läuft er weg. Oh yeah, look at this ass. I love. Everything is alright? Perfekt. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Chefkoch. Ich klatsche meinen Penis ins Gesicht. Komm mal her, Alter. Auf jeden Fall ist das hier sehr, sehr schmackhaft, sehr nahrhaft. Dankeschön, Jana. Immer gerne, Guys. Da sind wir da auch. Beruhigen Sie sich. So, wir gehen jetzt zum Strand. Gerade kleine Raststättepause hier. Ah, Tankstelle. Der ist zu viel am Schlucken hier, der Quad. Der schluckt zu viel, Leute. Deshalb, der muss jetzt ordentlich Saft bekommen, dann geht's weiter. Wir gehen jetzt zum Strand. Neuer Tag hat begonnen. Ist ein bisschen durcheinander alles, aber wir müssen nicht immer direkt morgens, mittags, abends. Einfach bla bla bla. Oh, Leute, gönnt euch die Aussicht. Boah, guck mal, wo wir sind, Leute. Ganz oben. Nice, 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 nice. Boah, sieht das geil aus da unten. Guckt euch das an. Guckt euch das Wasser an. Tourguide. Wir sind jetzt an einem neuen Strand, Leute. Gerade wieder mit den Quads gefahren. Und wir gönnen uns. Eieieiei. Wir gönnen uns jetzt hier. Ja!
Ja! Wo sind wir hier, Stefan? Wir sind hier auf der Office-Plattform Nummer 1. Bei der Ricky! Nummer 3 heute erst. Bisschen Nummer 3 heute. Ja. Lassen wir noch ein bisschen Abend ausklingen. Skoll. Nee, der Abend fängt erst an, oder nicht? Skoll. Skoll? Leute. Skoll heißt wie Prost. Sehr schön hier, Leute. Guck mal. Skoll. Aber wir müssen ein bisschen in den Schatten, wir haben alle Sonnenbrand bekommen. Alles brennt, Rücken, Gesicht. Ey, mein ganzer Kopf brennt, ey, ich schwör's dir. Ich will jetzt noch schön hier direkt am Wasser was essen. Schöne Fischplatte, Mischplatte. Ne? Stefan, schön Aussicht, oder? Dann sind wir am Saufen. Ja. Er hat erstmal Rille gemacht und gleich wird gegessen, oder Jenna? Jawohl, Uwe! Da sind wir dabei. Ja, Tomate. Oh mein Gott! Uwe! Uwe! Kafalela! Oh Leute, heute gönnen wir uns richtig hier. Erstmal hier mal die Garnelen. Hier haben wir einen gemischten Grillteller. Alles frisch. Gerade noch gefangen hier. Da haben wir frischen Lachs. Na, Calamari frittianti e tianti calamari. Numero uno. Let's go. Here we go. Calma, alle sie alle che la calea. Antigini con gonger. Gabelli a gelica, vaca gigela, lega la calea. Antigini con gonger. Copyright! Leute, wir frühstücken jetzt erst mit einer richtig geilen Aussicht. Unnormal nice. Neuer Tag hat begonnen. Wir frühstücken jetzt erstmal hier. Let's go! Gestern war auf jeden Fall eine lange Nacht. Also Freunde, Tag 3 ist angebrochen. Wir sind gerade am Chillen. Und wir haben gedacht, wir machen ein kleines Product Placement heute mit irgendjemandem, der Bock hat. Wegen Sonnenbrand. Wenn ihr denkt, das ist schon rot, Annie, was hast du zu bieten? Brennt aber ohne Ende. Das ist ein Kampf hier, die Bestellung. Unglaublich. Jeder will irgendwelche Specials. Annie will wieder. Ich hab mein Steak, Alter, was labert ihr da? Lass mich mal in Ruhe. Lachsfilet? Ja. Wieso bitte Soße? Das ist eigentlich Soße. Machst du es überfordert? Tartar Soße on the side, baked potato and salad. Er hat immer noch kein Bier. Okay. Hm. Schwach. And? I take a Heineken. One Heineken. Big size. Okay. Wieder gechillt. Denkst du, mach das extra, Mann? Du kannst niemals naturdumm sein. Nein, das ist naturdumm, kannst du das nicht. Heißt der hier? Heißt der hier. Hier ist hier. Gut, dann zwei Gläser. Thank you very much. Kann ich an Kimbo trinken? Kann ich an Kimbo trinken? Sagst du einen dazu? Ich bin auch komplett Rille. Du bist nice, FIFA Gaming Merch. Alter, du trinkst Wasser. Wie kannst du Rille sein? 24-7. Heute den ganzen Tag getrunken. Dankeschön. Hässlich. Hässlich. So Leute, wir sind jetzt heute hier an einem geilen Spot, wo die Liegen im Wasser sind. Ich hab irgendwas im Auge bekommen, ich sehe nichts mehr. Ein rechtes Auge. Und Quad war komplett am Arsch. Sieht auf jeden Fall schön aus. Geil. Sehr, sehr nice. Das lange auf, dass man das gut. Hier trifft man die Jungs. Was geht ab? Jo, was geht? Ab in unserem Vlog hier. Wo bist du hergekommen jetzt? Weltreise? Aus Ding, aus Xenia oder wie heißt aus es nochmal? Xenia. Xenia, wie heißt es nochmal? Er kommt aus der Türkei, 20 ja. Kilometer. Ja, Mann. Extra rübergefahren nach Drüchenland. Ja. Ach, geil. Hallo. Das ist der exklusive Lieferservice auf der exklusivsten Insel mit dem exklusivsten Boy. Exklusiv, Uwe. Guck mal, Leute. Wunderschön mit dem Wind, alles geil, oder? Man hört uns super! Oh Leute, wir sind gerade am Chillen hier, ne? Auf einmal hauen Fabian und Stefan ab. Ich kann es nicht beschreiben, wie sauer ich bin. Die hauen einfach ab und chillen jetzt da vorne und sind am Rille machen ohne uns. Ja, ich kann da ranzoomen, safe. Bis hinten. Guck mal, wir säumen bis da hinten, dann könnt ihr die sogar noch sehen. Zeig die richtig. Zeig die ganz, ganz richtig. Guck mal, da sind die zwei. Seht ihr die? Barbie, genau da, genau da. Guckt euch die an. Die zwei ekelhaften Säue da.
Guck mal, die essen sogar, die trinken. Und wir haben gar nichts hier, die wollten was vorbeibringen. Auf einmal chillen die alleine da. So Leute, wir sind hier am Yachthafen von Rhodos. Wir melden das Onkel. Von wem? Bei meinem Onkel. Zeig mal, wer ist das? Hier, Onkel Manolis, was geht ab? Ja, ist auf jeden Fall sein Onkel, hat man gemerkt. Ja Freunde, wir mieten uns jetzt ein kleines Brötchen und dann gibt es eine kleine Spritztour. Wir nehmen euch mit. Let's go! So, wir machen jetzt eine dicke Bootstour hier. Das geht ab, Leute! Guckt euch an. Richtig nice hier. Das ist Stefan, der Semmel. Was geht, Leute? Wir haben gerade ein Boot von Manolis gemietet. Wir sind hier mit 5 Jungs, wenn das keine maximale No-Homo-Action ist. Maximale Mann. Kostas Manolis. Yes. Auf dem Boot im Atlantik. Gennaro. Jo Leute, was geht? Wir sind gerade im Taxi. Dreimal dürft ihr raten, wo es hingeht. Wir fahren jetzt erstmal ins Krankenhaus. Ernes Pant ist uns schlimmer geworden. Ach, ja. Ja, und deswegen dachten wir uns, bevor das jetzt irgendwie was Schlimmeres wird, dann müssen wir das mal checken. Auslandsversicherung regelt. Und ja, wir halten euch auf jeden Fall gleich auf dem Laufenden. Und dann gucken wir mal, ob der Arm amputiert werden muss oder nicht. This, but I can't move my arm yet. Ja, 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 ja. Okay. Du bist einfach wow. Ja, nee, du bist einfach wow. Ja, danke schön. Wir sind nicht wegen mir hier, aber wir machen heute bezahlt eine Partnerschaft mit Medical Care Center Rhodos. Mal gucken, was das wird. Du bist einfach wow. Wow. Even with a small fracture may do that, so a swelling, difficulty move the arm. In that case, if there is a fracture, we have to put a cast to immobilize. But it's not broken? Yeah. It is broken? This is fracture. Fracture is broken. Okay. Yeah. So how bad is it? What do you think? I don't know. It is not bad. Because it is not a displaced fracture, but in any case, we do the X-ray. Okay, X-ray. Dann hast du Bock? Was? Auf X-ray? Ja. Stefan, was sagst du zu der momentanen Situation? Ist angespannt. Ist angespannt. Ich weiß nicht, ob der Arm vielleicht ab muss oder ob dann eine Maschine kommt. Ja. Ich hoffe natürlich, dass alles gut verlaufen wird. Gut, dann wechseln wir mal zu den Patienten rüber. Wie geht es Ihnen? Wunderbar. Hallo. Okay, was sagen Sie zu der momentanen Situation? Wie fühlen Sie sich? Super, wir kommen direkt dran. Das ist ein angenehmes Krankenhaus hier. Ja. Ich hoffe, dass es kein Bruch sein wird, sondern nur eine Prellung. Ja. Gut, wir bleiben weiter dran und melden uns später. Wir sind jetzt bei der Stunde der Wahrheit. Nee, der Fischer war Flur an der. Was er genau hat. Er hat noch weniger Bock. So, there is a fracture here with scaphoid bone. It is a small fracture here, but it is a very important bone. We have to put a cast and we put it on a sling. Ciao. Evening. Ich hoffe, der nimmt dich richtig auseinander jetzt. Ja, nee, was? Das wird dann wohl nichts mehr mit Schwimmen. Weißt du, was das für dich jetzt heißt? Maximale Sauferei. Du bist so wow. Ach ja. So, Gips ist dran. Nee, mit einer Hand. Mr. Disabled. Wir haben jetzt erstmal hier auf die Kacke. Gönnen uns. Gennaro. Was sagst du dazu, zu der ganzen Situation? Das ist Salam alaikum, doch, Gott. Das sehe ich auch so. So, guten Appetit. Guten Morgen, Jungs. So, neuer Tag hat begonnen mit Gips. Auf ganz entspannt. Trotzdem Urlaub genießen hier. Wir sind gerade am Strand. Ja, Mann. Let's go. So, Leute, wir öffnen jetzt mal hier im Urlaub das 89er Plus Set. Gucken, was wir daraus ziehen werden. Let's go. Ja, wer kommt? Oh, ist das Ramos? Tots? Wer ist das denn, Mann? Wieso lädt das so lang?
Da ist jetzt, ist das Ramos, ne, ist nicht Ramos Tots, oder? Doch, müsste da eigentlich sein. Oder wie lange lädt der denn, Alter? Sogar hier sind die EA-Server nicht gut. Was ist das, Mann? Ey, der zeigt mir die Karte nicht an. Jawohl, Junge! Let's go! Ramos Tots, nehmen wir mit! Let's go! So, das war's jetzt von Vlog Nummer 1. Der Rest seht ihr, den Rest seht ihr dann im nächsten Vlog. Ich denke, wir haben hier einiges erlebt. Sieht man nach. Auf jeden Fall ein krasser Urlaub gewesen bisher. Wir werden euch auf jeden Fall auch im nächsten Vlog das Haus hier zeigen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch der Vlog gefallen hat. Abonniert, falls ihr neu seid. Danke für euren Support, Leute. Haut rein und ciao. Ciao.